Man sieht ja am Seemarkt zum Beispiel, dass 10% höher auf den erhielt das Paul-Ehrlich-Institut insgesamt 79.106 Einzelfallberichte zu Verdachtsfällen von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen. In Klammern, unerwünschte Reaktion nach Impfung mit COVID-19-Impfstoffen wurde. Dem Paul-Ehrlich-Institut wurden 873 Todesfälle in unterschiedlichen Zeiten im Abstand zur Impfung gemeldet. Zum Vergleich. Bis zum Beginn der Covid-19-Impfung wurden innerhalb von 20 Jahren für sämtliche Impfungen, ja, die jetzt eigentlich auch eine ordentliche Zulassung hatten, nur 54.488 Nebenwirkungen mit 456 Todesfällen im Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. Und jetzt haben wir im Paul-Ehrlich-Institut wurden jetzt 873 Todesfälle gemeldet. Und zurzeit gehen auch die Pathologen, gerade in Hamburg, gehen auf die Barrikade, weil sie bei den Toten, die untersucht worden sind, die in relativ kurzem Zusammenhang nach der Impfung gestorben sind, große Schäden festgestellt haben, also Organen und Organismen. Darf ich mal filmen, was Sie da hinten auf dem Rücken stehen haben? Ich weiß nicht, ob das ist gut, ne? Wollen Sie sich dazu mal äußern, was Sie damit genau meinen? Sag doch ganz klar. Nee, das sagt gar nichts. Das ist einfach nur eine Schmähung, mehr nicht. Keine sachgerechte Argumentation, null, nichts drauf. Tut mir leid, aber das ist nicht die Argumentation, die in der offenen Debatte stattfindet. Für die vorderen zwei Ebenen, die hier sind.
Im vorderen Bereich der Demonstration werden aufgefordert, ihre Masken richtig aufzusetzen. Dies gilt natürlich auch für alle anderen Demonstrationsteilnehmenden, aber vor allem hier vorne, die ihre Masken nicht richtig aufgesetzt haben. Also ich wiederhole nochmal, ihre Masken müssen Mund und Nase bedecken. Vielen Dank. Oh, falsche Seite. Danke. Die andere Seite. Hab gerade eine Zeitung gekriegt, eigentlich wieder was zu lesen. Ich wiederhole nochmal, während der gesamten Demonstration herrscht eine Maskenpflicht. Dies bedeutet, Sie sind dazu verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung in Form einer medizinischen Maske zu tragen. Des Weiteren bitten wir Sie, die Abstände von 1,50 Meter zueinander einzuhalten. Ich wiederhole nochmal, während der Demonstration herrscht eine Maskenpflicht und wir bitten Sie, die Abstände von 1,50 Meter zueinander einzuhalten. Danke. Hier draußen tragen die Polizisten eine Maske und in den Wagen und schwer zu erkennen, scheint es ihnen freigestellt zu sein. Es gibt hier welche. Diese Herren tragen tatsächlich eine, das habe ich bei anderen Demos schon anders gesehen. Mal gucken, achten sie da jetzt konsequent drauf oder nicht?
nee. So konsequent scheint da nicht drauf geachtet zu werden. Puh. Ich bin raus. Ich habe gemerkt, es regt mich zu sehr auf. Wie kann es sein, dass so wenige Leute für ihre Freiheit auf die Straße gehen? Ja. Wenigstens dürfte es klar sein, dass hier nicht irgendwelche Nazis auf der Straße sind. Wir sind ganz normale Leute. Eltern, Studenten und Menschen, die die Demokratie als eine erhaltenswerte Staatsform ansehen. Ja. Es gibt sicherlich einiges zu verbessern, aber das Generelle, ist es wirklich so egal? Ich finde, wir sollten uns jetzt mal die Volksverhetzer vorknöpfen.